Hallo und Servus YouTube und Freunde des gepflegten Gamings, hier ist euer Mara von Wolfsrudel. Ihr seht im Hintergrund schon einige Szenen aus dem letzten gestrigen Arbeitstag auf unserem Multiplayer-Hochwissenschaftssimulator 2015. Ich habe mal mir gedacht, ich unterteile die Überblicke oder diese Videos in drei Teile. Einmal in den Forstbereich, einmal in den Bodenbearbeitungsbereich und einmal in den Erntebereich. Darunter fällt alles unter Dreschen, Häckseln, Grasernte, Ballen und sowas. Und jetzt fangen wir eben im Forstteil an. Man hat aber gleich schon mal was Lustiges gesehen, als bei der Molkerei die Pappeln umschneiden wollten. Hat sich auch eine Pappe zuerst angelehnt und der wollte dann nicht umfallen, da konnte man dann bis an die Spitze hochklettern. Also ich bin beim Auslernen. Und in der nächsten Szene sieht man, wie ich den ersten Anhänger voll Hackschnitzel in das Biomasse-Heizwerk kippe und wir dann eben unser Geld dafür erhalten. Das ist schon einiges. Mit unserem Lamborghini, den wir uns auch am Tag 3, also gestern, geholt haben. Müssten wir 32.000 bekommen, aber ich bekomme keine 8.000, oder? 6.353. Ja, und hier unser erster, einer der ersten Bäume, den wir mit dem Jens Hackschnitzel Häcksler ja, zu Hackschnitzel verarbeitet haben. Der Tobi macht das ganz gut hier mit dem. Mit dem Teleskoplader fährt er perfekt rein, zieht den Baum gleich richtig schön rein und hinten kommen die Hackschnitzel raus, wie es sein soll. Kannst du jetzt das machen, zieht das aber automatisch rein. Ja, ja. An anderen Stellen sieht man, dass es wirklich auch oft wieder ein bisschen knifflig ist, das hinzubekommen. Aber ich glaube direkt, dass es mit Drahtlader oder Teleskoplader am einfachsten ist, hier reinzuschieben als mit dem Kran, weil die doch irgendwie fest verankert sind und nicht da rumkippeln nach links und nach rechts. Außer man trifft ihn genau den Schwerpunkt des Baumes. Keine Ahnung. Am Anfang hatten wir einen riesigen Baum, der den kompletten Kipper voll gemacht hat. Nur ein Baum hat den kompletten Kipper voll gemacht. Das ist schon Wahnsinn mit 32 Tonnen. Alter, die anderen sind halt eben alle ein bisschen kleiner. Aber auch hier haben wir, glaube ich, bei der Spitze Probleme. Die Spitze geht einfach nicht komplett rein. Die dreht sich dann immer ein bisschen weg. Die Spitze kann man, glaube ich, dann gar nicht. Oder musst du schon Glück haben, dass du die wechseln kannst. So, und jetzt fälle ich noch einen Baum auf unserem ersten Waldstück, das da oben bei Feld Nummer 11 und 18 ist, und also ganz in der Nähe vom Sägewerk oder auch der Sägerei. Und Baum fällt. Wunderbar. Der schnibbelt, Baum fällt. Wie bitte? Baum fällt. Ja, guck mal, wo ich gesägt habe. Ha? Das ist Profisägen, du. So, der Markus hat mir jetzt gezeigt, wo er seinen Baum da ganz unten durchgesägt hat, aber trotzdem steht er noch. Also das ist echt immer so eine Glückssache. Wenn man Glück hat, fällt er wirklich beim ersten Mal. Und mit ganz viel Pech beim fünften Mal. Das ist also wirklich immer so knifflig. Aber ich glaube, der sollte jetzt auch fallen, oder? Ich glaube, der fällt nicht. Nein. Doch, das ist doch der Feld, der fällt. Und ja, exakt auf unseren Teleskoplader, auf das Heck reißen wir jetzt eigentlich platt und der Kotflügel zerbrochen, zerdeppert. Geht's mal ans Entasten. Ich werde nicht so geehrt. Egal was ich gemacht habe. Ich und der Kamerad, Schnürschuh, die Junge, wir sind auf zwei Räder gefahren und haben trotzdem den Baumstamm aufgeladen. Das Entasten geht hier eigentlich auch größtenteils sehr gut. Oft muss er wirklich nur einmal von links nach rechts arbeiten und schon ist alles entastet. Die Spitze kann man meistens immer absägen, der größte Teil der Spitze verschwindet dann einfach, wenn man ihn an der richtigen Stelle absägt. Wenn man das noch ein bisschen weiter vorne macht, dann, aber man sieht hier, die Spitze ist, die Spitze ist noch da. Wenn man die Spitze weiter hinten durchschneidet, verschwindet sie auch. Sieht man hier jetzt, glaube ich, nicht. Das ist doch unglaublich. Und hier haben wir gerade das Geld bekommen für die Rapsmission, mit der wir 85 Tonnen Raps abliefern mussten bei der Transportfirma.
haben dafür gute 10.000 Belohnung bekommen und... Aber doch keine 500.000, das ist so lange gedauert. Sage und schreibe, 350.000 Euro Zeitbonus. Das hat uns dann endlich die finanziellen Mittel ermöglicht, um uns den New Holland T8 320 zu holen mit 320 PS. Den wir hier schon im Einsatz sehen bei der nächsten Häckselgeschichte, beim nächsten Baum. Diesmal aber an einem anderen Waldstück, da ganz wieder ganz in der Nähe der Molkerei, wo auch das Biomasseheizwerk ganz in der Nähe ist. Jetzt haben wir den Wald schon ganz schön belichtet, ne? Wo bist du da? Ach, du bist jetzt da unten drin. Ne, ich bin jetzt in der Mitte. Genau, bei dem Wald, ja. Mhm. Komm schon. Ah, jetzt siehst du doch. Den Baum zieht's erwartungsgemäß so gut wie ganz rein. Und abends folgt dann wieder ein Baum. Das war auch ein bisschen eine Geschichte, aber der wird richtig schon reingezogen, der wurde auch schon entastet und alles. Wir ziehen erstmal nach links wieder, das ist immer das einzige Problem. Auch die Spitzen zieht es wirklich auf eine Seite, die dann völlig nach hinten, nach links und nach rechts kippen und dann auch runterfallen. Und das ist dann wirklich der Spitze schwer, die dann noch wieder reinzubekommen. Also kann man die Spitzen dann eigentlich vergessen. Dann eigentlich schade um die schönen langen Baumstämme, aber gut. Sieht schon geil aus, der. Das ist ja so dreckig, was hat der mit dem gemacht? Und hier sieht man auch den richtig dreckigen New Holland und das ist, der Dreck ist nur durch das Häcksel entstanden. Nur durch das Häcksel, das ist echt Wahnsinn. Jetzt zieht es ihn richtig schön rein. Es friss ihn, es friss ihn. Ja, komm schon, geh noch mal rein. Ich reste aus. Ziehen, 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 los geht's. Und er verschlingt ihn wie eine Bestie. Ich glaube, der geht nicht komplett ran, weil er nämlich nicht voll ist. Das erste Mal, dass ich sehe, dass wirklich der komplette Baum reingezogen wurde, also der komplette Stamm, da ist nichts mehr übrig geblieben, komplett hat er ihn zerhäckselt. Jetzt sieht man, das letzte Stück ist jetzt auch weg. 100%, ne? Und in dem nächsten kurzen Video sieht man mich ein bisschen am Kran, am Verkaufen oder so. Steger hieß die Marke, glaube ich, an dem Anhänger, den wir am Ursus dran gehängt haben, mit dem eigenen Kran. Und da tue ich gerade wieder die Holz. Die Holzstämme, die Baumstämme aufladen. Das klappt eigentlich ganz gut. Besten wäre es natürlich, wenn man den Baumstamm irgendwie genau mittig nehmen würde, damit er mal eben das Gewicht, dass der eben gerade hängt und nicht so schräg. Das sieht jetzt hier ein bisschen komisch aus, jetzt habe ich die Zange völlig verdreht. Deswegen hasse ich das, wenn man sie so ungleich nimmt. Dann wird das auch. Aber ich glaube, ich schaff's zumindest. Dumm ist, genau danach, als ich das schön alles auf den Kran bekommen habe, ist das Spiel kurz abgestürzt. Es hat zwar an der Stelle gespeichert, aber danach lag der Kran und die ganzen Holzstücke über Kopf und alles auf dem Boden wieder. Das ist sehr schade gewesen, aber wir haben es danach auch wieder bekommen. Ja, perfekt. Ich glaube es ja wohl selbst nicht. Das war perfekt. Es klappt perfekt. Was mir auch noch fehlt, ist so ein bisschen schräg hängt da, aber sonst passt es eigentlich. Ach so, war gut. Ja, jetzt ist er fast genau drin. So, jetzt aber, oder? Das wird eigentlich passen. Tue ich ihn nochmal hin? Ja. Ja, jetzt passt es. Endlich. Perfektionist halt. Ach, wie fahr ich denn jetzt, ey? Ich bin auch gefahren. Hab ich ihn fast erwischt, den scheiß Baumstamm. Verdammt nochmal. So ein Mist. Ich hab wieder das altbekannte Problem. Ich kann den Hänger nicht bei mir ankuppeln. Hä? Trecker. Du kannst es gerne ausprobieren. Ich krieg hier nicht dran. Ich hab nicht die Option dafür. Steig mal in den Versuch mal bitte. Und der nächste Baumstamm kommt da an. Hast du den angehangen? Nee. Ich hab mir gedacht, dass es so am einfachsten ist mit den ganzen Videos. Wenn wir wirklich 9 Stunden oder 10 Stunden am Tag zocken, wir haben jetzt nach 3 Tagen 29 Spielstunden, also ich alleine auf meinem Server, seit der Server online ist, 29 Spielstunden in 3 Tagen. Ja. Und wenn du 9 Stunden spielst oder 10. Komplett dahin, dann hast du sofort alles zusammen. Ja. Das ist klar, dass du nicht 10 Stunden aufnehmen kannst oder auch nicht mehrere Stunden, da sind so insgesamt doch 2 Stunden geworden, ja. Videomaterial, aber das wurde mit alles fein aussortiert, nur das Beste dann gezeigt. Dass man ein bisschen einfach von allem was sieht, dass jeder das mal ein bisschen anschauen kann, was wir für Tätigkeiten
haben und wenn ihm das so gefällt, kann er auch mal auf unseren Server raufgehen. Scheiße, jetzt. Wie lange macht ihr noch, Jungs? Jawohl, der Baumschlag ist auch perfekt drauf. Wie man jetzt ist es perfekt gerade aufgelegt. Leider. Wenn es denn so geblieben wäre, wäre es gut gewesen. Und hier den letzten, glaube ich, bekommen wir auch noch drauf. Tage hintereinander und dann ganz knapp reicht das noch mit dem Kran. Ja. In der Länge. Ne, Jojo. Der andere, der wurde schon weg. Achso. Da kenne ich das, ja. Drei Wochen durcharbeiten, kommen wir wieder frei. Alter, wie sind denn hier die Bäume gefallen? Die haben wir gefällt. Ich glaube, den Baum schaffe ich auch noch, oder? Ich glaube, das wird noch was. Obwohl die immer ein bisschen schräg hängen. Wir haben uns dann vor, den nächsten Buffalo zu holen. Dann können wir den Anhänger verkaufen, denn der ist doch ein bisschen länger, glaube ich. Und jetzt fahren wir gleich zum Verkaufen, zu der Sägerei und bekommen dann schön Geld dafür. Man sieht schon. Abgeliefert und 56.000. Was ich auch festgestellt habe, wenn man den Zug wegschickt, sollte man nicht vergessen. Also zuerst ein paar Mal abladen und so und dann den Zug wegschicken, bekommt man auch mal eine Masse Geld. Also weit mehr, als man allein für die Baumstämme bekommt. Als wir das vergessen haben, haben wir am Anfang nicht gewusst und dann habe ich den Zug weggeschickt. Habe ich auf einmal 200.000 bis 300.000 bekommen. Genau weiß ich es jetzt nicht mehr. Über 200.000 auf jeden Fall für das Holz, das weggeschickt wurde. Der Zug, das war echt Wahnsinn. Und da wir uns jetzt endlich den Baumstamm-Trailer oder Anhänger leisten konnten, mit den schönen langen Baumstämmen, die aufzuladen, denn da bekommt man noch mehr. Sehen wir hier dann den Markus, der da schön den Baumstamm auflädt. Auf den Fliegel. Aber egal, probier's. Es geht. Ich würde ihn lieber vielleicht nochmal. Na, schau mal, ob es geht. Der hat die perfekte Länge. Der hat die perfekte Länge, Wahnsinn. Klappt wohl nicht so ganz. Perfekt. Ja, wenn er schräg ist, ist es einfach schlecht, dass das was wird. Man musste das schon ganz gut irgendwie mittig erwischen, dass da der Baumstamm nicht links oder rechts runterhängt. Ungefähr hierher. Ich musste den jetzt auch mal durchschneiden, oder? Sonst klappt das nicht. Nee, ich stelle mich nur in die Mitte, damit er weiß, wo die Mitte ist. Jetzt hoffentlich klappt's. Ich glaube schon. Steigt er da auf? Wir werden immer vielleicht so ein Video machen, wenn man Haufen, sag ich mal, lustige oder Bugs oder sowas vorgekommen sind, haben wir schon jetzt einiges erlebt, zum Beispiel, dass die Poltergabel da sich so verbuggt hat, dass sie plötzlich falsch herum am Radler da dran war, obwohl die nicht abgehängt hat, gar nichts. Das zeige ich euch dann später mal in einem Video. Sieht der Hänger der Fliegel sah echt geil aus. Sieht bei mir nur so noch mit Ästen voll aus? Oder ist der hier haben wir den Fliegel schon was aufgeladen, man sieht schon die langen Baumstämme, die reichen ja noch weit hinaus. Aber echt geil, also für die müssten wir wirklich einen Haufen Geld bekommen. Jetzt haben wir beide Anhänger voll und machen uns, glaube ich, dann zum Schluss auf den Weg im Sägewerk. Ich mache mich mal ans. Und jetzt wüte ich noch erstmal im Wald und entäste Bäume und fälle sie. Glaube ich, über 6-7 Bäume mache ich da jetzt am Stück. Oh, dein Bruder wach. Ja, der legt sich jetzt. Spitze abschneiden, entasten und so lange Stücke unterteilen, dass sie ungefähr auf diesen roten Anhänger drauf passen. Das gehört jetzt noch zur Spitze. Dann entaste ich den einen kurz nochmal, den Fliegeanhänger. Schön gerade schneiden, denn das macht auch nochmal was aus vom Preis her. Schön gerade enden. Ich würde aber sagen, den langen können wir auf den Fliegel drauf tun, ne? Den langen. Ja. Wieder vorne erste ich noch. Ja, den kannst du dann aber für morgen lassen, weil ich werde jetzt gleich auf jeden Fall ins Bett gehen. Ja. Nächster Baum ist dran. Alles in Asten klappt hier nochmal viel besser. Wirklich einmal hoch und dann sind wir eigentlich fertig mit dem Asten. Der liegt ein bisschen scheiße. Das haben sie sehr geil hingekriegt, muss ich sagen. Ich habe ja beim 13er auch kurz den Forst unten mal kurz angespielt, aber das waren nur 1-2 Stunden. Und wir sind das übereinander. Da hatte ich noch nicht alles ausprobiert, vor allem nicht. Gut, hat er den mit der Motorsäge gefällt. Gut, das Fällen geht hier nochmal natürlich besser, das ist klar. Aber das Entasten ist richtig schön, wenn das alles weggeht. Ja, so schön
schöne 3D-Pilze, die auch also wirklich gut auflösen sind. Aufgelöst sind in hoher Auflösung. Wie viel Meter hat denn der Fliegel hier? 10? Nee. 10? 20? Eher 20, oder? Ja, 20 Meter nicht mehr. 20 Meter ist lange beim Kirchenturm. Auf die 30 Meter beim Kirchenturm. Witz ab! Jetzt sieht man, glaube ich, würde ich noch zeigen, dass man eben, wenn man die Spitze abschneidet, die Spitze auf einmal verschwindet. Das passiert hier noch nicht, aber hier vielleicht schon. Alter, der Stempel wird nein. Pixelmäßig. Aber hier. Hier auf einmal ist die Spitze weg. Nur eine kurze Frage, was hast du für eine Internetleitung? Spitze ist wieder weg. Okay. Hier bleibt es, glaube ich, da. War das nur auf dem Server auch so? Ja. Weil ich kriege das als Server immer gar nicht so mit. Nee, also das ist selber nicht wahrscheinlich. Ich muss sagen, bei dir, also wenn ich hier jetzt in dem Server rumlauf, na, also nur lauf, da wie gestern bei mir Mario West, das ist immer stockt, aber beim Robot war das nicht. Komisch. Und dann kann es nicht liegen, also mein, ich habe auch nie neben was laufen, irgendwas hochladen oder so. Keine Ahnung. Daher kann es nicht liegen, das muss dann wirklich schon komisch. Oh, nächste Spitze wird abgeschnitten. Ich denke mal, heute gibt es sicherlich noch ein Let's Play. Ach, scheiß der Hund. Ganz am Anfang, wenn noch keiner drin ist, werde ich mal kurz alleine auf unserem Hof. Ich weiß nicht, was ich machen werde. Lasst euch überraschen. Aber ich muss sagen, das einzige Problem, was ich noch beim Aufnehmen habe, ist immer noch, dass der LS15 so performance-lastig ist. Dass man wirklich mit 25 bis 20 FPS aufnimmt. Also 30 werden selten. Es sind so 28 bis 22 FPS, das ist wirklich wenig und man merkt, dass das ist wirklich nicht mehr so angenehm zum Zocken. Deswegen weiß ich nicht. Gut, bei 25 FPS kann man das Spiel noch recht flüssig erkennen, aber wenn es dann noch 20 sind, dann sieht man schon auch im Spiel, auch bei den renderten Videos, dass es einfach ein bisschen laggt. Das ist echt komisch. Müsste ich entweder das Hardware-Profil niedriger stellen, obwohl die Grafik wirklich sehr geil ist. Das traue ich mich fast nicht zu machen, außer ich nehme mal mit Nvidia Shadowplay auf. Oh, was macht der denn? Der kaum was. Ist der jetzt bescheuert? Soll das Ding da draufpacken und nicht abpacken? Aber der Baumstamm ist auch zurechtgeschnitten für den Anhänger. Das mach ich aber einfach Pi mal Daumen, wie das halt so ungefähr passen könnte, so 5 Meter glaube ich, oder wie lang mache ich die denn? 5 Meter, ja, 5-6 Meter. Ich kann's halt. Und jetzt versuche ich mich mal an einem langen Baumstamm auf den Fliegelanhänger draufzuheben. Das war jetzt der zweite Versuch, das erste ist ein bisschen runtergefallen. Der Stumpffräse, ne? Ja. Hab ich hier auch nicht musst du immer nach rechts und links bewegen. Ganz mittig gewischt, aber trotzdem kriegen wir den, glaube ich, rauf. Da stand das nämlich drin. Nach rechts und links, also nicht oft geht's. Ja, jetzt ist er immerhin schon mal drüber. Jetzt muss ich nur noch die Schaufel nach oder die Poltergabel nach vorne klappen und aufmachen und schon fällt der Baumstamm auch rein. Genau. Zange wieder nach oben nehmen. Verkantet sich hier zwar ein bisschen, aber wir wissen uns natürlich zu helfen. Da schiebe ich einfach hinten ein bisschen an. Dann ist er drauf. Wir waren an dem Tag wirklich gestern zwar nie zusammen zu sechst, aber wir waren mal zu fünft, dann zu viert, also insgesamt waren wir dann zu sechst, wenn wir alle Spieler, verschiedene Spieler zusammenrechnen, zu sechst. Wenn wir heute alle zusammen auf einem Server sind, dann werden wahrscheinlich zwei Forstarbeit machen und alle anderen vier kümmern sich entweder um das dann Ernten und Ansehen wieder und die anderen Sachen. Und dann geht es wirklich schnell voran. Aktuell habe ich jetzt noch über 400.000 Euro übrig, die wir da noch anlegen werden, je nachdem für einen Häcksler oder auch mal einen Traktor, mal schauen, was notwendiger ist. Und jetzt geht es endlich zum Abtransport zum Sägewerk, mit zwei großen, oder mit dem langen Fliegelanhänger, Baumanhänger und mit dem kürzeren. Sieht man die Blinker eigentlich gut, oder? Müssen wir nochmal probieren, ich sehe hier. Ja, doch, klar. Ich sehe sie von hinten ganz gut, ja. Und was definitiv so ist, dass man alle anderen Sorten außer Nadelbäume viel
mühsamer sind und nicht so viel Geld bekommen, weil bei den Nadelfällen muss man ja eben nur, aber eben nur einen Stamm, die Äste kann man alle abschneiden, die sind noch nicht groß genug. Aber bei anderen Bäumen, wie zum Beispiel Pappeln und sowas, musst du die Äste manuell abschneiden und dann bleibt doch irgendwie so ein Stumpf zurück und das macht einfach dann weniger Geld. Okay. Haben wieder Geld bekommen, also beim Sägewerk. Gleich, ne? Mal, ja. Wollt ihr mich verarschen? Und jetzt sehen wir nochmal schön die Fellkunst von mir. Was? Oder auch nicht. Ja, oder auch nicht eher. Ich hab doch, ich jetzt geschnitten, sieht man das nochmal. Aber ein bester Tipp für euch, wenn ihr, ich würde am Anfang schon empfehlen, schräg zu schneiden. Der fällt auf Mare. Was auf mich? Ja, auf. Nein, er rollt hin. Oder eben gerade, einen geraden Schnitt, und wenn er da nicht umfällt, einfach so auf einer Seite so einen schrägen Keil rausschneiden, dann fällt er eigentlich ziemlich sicher. Der fällt eigentlich auch ganz gut. Der backt bei mir. Tja, den Jojo umgeschnitten hat, der dreht sich da um die eigene Achse ein bisschen. Sieht echt lustig aus. Und jetzt kommt eine der geilsten Szenen gestern. Die schneidet einfach gar nicht durch, aber gut. Hier bei den Pappeln bei der Molkerei, die wir versuchen umzuschneiden. Ich finde das jetzt echt eine saugeile Geschichte. Reicht's ja nur schräg. Klar, reicht das. Ein schräger Schnitt. Aber Pappe fällt nicht um. Schnitt ist hier unten. Man sieht aber wenigstens den Schnitt, dann schneide ich jetzt nochmal gerade. Dann haben wir eben zwei Keile eigentlich. Links unten und rechts oben. Und er fällt wieder nicht. Er ist echt verhext. Jetzt! Jo, meiner fällt auch. Meine fällt auf die Mauer. Jetzt haben wir nochmal so einen Schnitt weg und jetzt fällt aber. Aber das Geile ist, er lehnt sich an der Pappe daneben an und fällt quasi nicht um. Und dank dem, dass er jetzt eben so schräg steht, kann man auf den Baum raufklettern bis zur Spitze. Je nachdem dann eben den Baum von oben durchsägen oder unterhüpfen, wie ich es gleich mache. Freier Fall und Knickbruch. In der Realität schon. Geniale Sache, dass das passiert ist. Hast du 6 da oben jetzt, Alter? Animation gefällt mir auch sehr gut. Jetzt ist er endlich durch. Und das war's dann auch schon. Wir sehen uns im nächsten Part. Ernte, Tag 3. Bis dann, tschüss.